Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht den LensTV und unser SK Sturm hat es tatsächlich zustande gebracht. Der Frühjahrsauftakt ist gehörig in die Hose gegangen. 0:1 Auswärtsniederlage beim SV Mattersburg. Jo, was sagen wir dazu? Eigentlich könnte ich das Video sehr, sehr kurz machen. Ich könnte einfach sagen, das Spiel war scheiße und mich verabschieden. Bisschen länger lasse ich es dann doch, glaube ich, jetzt laufen. Ja, was sagen wir zum Spiel? Was sage ich zum Spiel? Das war einfach nichts. Das war von vorne bis hinten. Ach, verschnupft bin ich auch. Von vorne bis hinten war das einfach richtig, richtig mies. Sind wir ehrlich, du spielst auswärts beim Tabellenletzten. Du weißt, es wird eine Kampfpartie. Man weiß, Mattersburg hat Dreckschweine in der Mannschaft. Die kämpfen bis zum Umfallen. Sie haben einen Meierhofer, die Motivationssau, der zwar wahrscheinlich keinen Pass 3 Meter gerad spielen kann, aber der dich nie da rennt, wenn du ihn lässt. Und ja, im Grunde ist es auch so gekommen. Die Mattersburger haben gekämpft, haben gezwickt, haben gebissen, eben wie man das gewohnt ist. Spielerisch waren das natürlich keine Glanzlichter, aber was unsere Jungs gezeigt haben, das war eigentlich auch einfach nur schwach. Einfach schwach, bisschen beschämend und ja... Österreichische Tristesse in der Bundesliga, könnte man da sagen. Ja, angefangen schon bei der Aufstellung, also da hat es doch ein paar Überraschungen für mich persönlich gegeben. Schulz in der Innenverteidigung, okay, hätte ich so oder so damit gerechnet. Man hätte Scheusengeil natürlich als Überlegung schon von Anfang an auch bringen können. Im Nachhinein ist man immer gescheiter, ist klar. Schulz war eben total flop, muss man ehrlich sagen. Ganz schwach hinten. Ja, auch generell, ja, die Abwehr, okay, bei den Außen, die waren dann einfach wirkungslos, aber die Innenverteidigung war für mich auch recht anfällig. Vom defensiven Mittelfeld, da hat man sich für Piesinger und für Diego entschieden, war auch komplett nichts. 2 eher defensiv ausgerichtete Sechser, na gut, dass das jetzt ein bisschen schwierig nach vorne werden würde, das war abzusehen, aber trotzdem war es doch sehr erschreckend, dass da so wenig gegangen ist. Diego hat wenigstens alles probiert, Piesinger war für mich einfach nur scheiße, sorry an der Stelle, aber meine Meinung. Ja, Horvath war rechts im Mittelfeld, links Schmerböck. Ja, Schmerböck auch komplette Flasche gewesen in dem Spiel. Hierländer auf der 10, bisschen bemüht, also Hierländer noch einer der besseren und ja, Denialar hast du im Grunde auch überhaupt nicht gesehen, also durch die Bank eigentlich schwaches Spiel. Also am ersten waren für mich noch die Einwechselspieler dann präsent, aber okay, gehen wir mal das Match bisschen durch. Erste Hälfte im Grunde wirklich... war ja kein Fußball, also ja, hier und da ein bisschen gefällig nach vorne versucht zu spielen, aber im Grunde Mattersburg auf jeden Fall giftiger. Wir waren jetzt nicht hoffnungslos unterlegen, das nicht, aber nach vorne kreativ gar nichts. Also wirklich, den Matic-Abgang, den hat man natürlich gemerkt, aber eben Piesinger und Dzeko, das hat nicht funktioniert, ganz einfach. Also nennen wir das Kind beim Namen, das war halt ein Experiment, was wirklich für nichts war. Das ist in Frankenstein, das Monster hat nicht überlebt, also killen wir den Kerl wieder und probieren wir es beim nächsten Mal mit einer anderen Variante, bitte. Und ja, insgesamt erste Hälfte fand ich die Partie recht ausgeglichen eigentlich noch. Dzeko mit einem Distanzschuss bei uns. Ansonsten, die Mattersburger haben, glaube ich, auch nur diese eine Torschance gehabt, die dann zum Tor geführt hat. Also diese eine richtige Torschance. Das war eben, ja... Kopfballduell Meierhofer gegen Schulz. Meierhofer hat sich durchgesetzt. Der Ball kommt zu Perlak. Der passt schön in die Schnittstelle zu Röcher, der eben wunderbar hier zwischen Spendlhofer und Koch dann durchkommt und dann auch Grazi noch am falschen Fuß erwischt und dann das 1-0 macht. Das war noch etwas mehr als einer halben Stunde. Und ja, das war dann auch der Pausenstand. Erste Hälfte, im Grunde braucht man gar nicht großartig kommentieren. Zweite Hälfte, ach, war auch nicht besser. Ich habe ehrlich gesagt Mattersburg lange Zeit auch da besser gesehen. Ich habe mir gerade auch die Sky-Zusammenfassung angeguckt. Ehrlich gesagt, auch ein bisschen, da sieht das Spiel wirklich schon besser aus, als es dann wirklich war, wie ich finde. Zweite Hälfte fand ich unsere Jungs auch nicht unbedingt besser. Bisschen mehr Biss, okay, im Ansatz, aber unterm Strich war das trotzdem richtig, richtig schwach. Und Mattersburg hat trotzdem ja dann das eine Abseitstor, das nicht gegeben worden ist, zum Glück. Im Nachhinein hat sich das eher als richtig rausgestellt, aber...
da haben wir auch noch Glück gehabt, wenn das noch gepfiffen wird, wenn Mattersburg das 2-0 macht. Und das hätten sie durchaus machen können. Also die haben schon ein paar gefährliche Halbchancen zumindest gehabt. Ja, dann ist das Spiel sowieso vorzeitig vorbei. Unsere Jungs sind für mich sehr, sehr spät erst auch aufgewacht. Also wirklich erst mit den Einwechslungen kam dann so ein bisschen ein Flow rein, dass man zumindest was probiert hat. Ein paar Distanzschüsse, die abgefälscht worden sind. Artig zum Beispiel, der ist dann auch noch reingekommen. Der hat mir ganz gut gefallen, war für mich neben Dzeko, der zumindest gekämpft hat, der Beste noch am Platz. Dzeko glücklos bis zum geht nicht mehr, aber hat gekämpft. Hierländer eben, wie angesprochen, auch bemüht zumindest, auch wenn nicht viel gegangen ist. Und sonst Baris Artig, der hat mir gut gefallen. Also der hat ein bisschen gewuselt. Ja, ein guter Distanzschuss, der eben aber dann noch vom Mattersburger Schlussmann Kuster gut gehalten werden konnte. Und ansonsten eben, was haben wir da gehabt? Hierländer mit einem abgefälschten Schuss. Gruber, der ist auch eingewechselt worden. Interessanterweise Husbeck und Dobras nicht zum Einsatz gekommen. Hat mich stark gewundert. Gruber ist dafür reingekommen, hat aber eben ein bisschen Schwung gebracht. Eine Top-Chance gab es dann. Also für mich die einzig richtig, richtig gute in Hälfte 2, wie ich finde. Das war eben nach Hierländer Zuspiel. Gruber, der dann wirklich allein vom Keeper aufgetaucht ist und den halt dann drüber gehauen hat. Ja, und ansonsten eben Dzeko hat dann, glaube ich, noch den letzten Schuss gehabt. Der war dann auch irgendwo noch ja, ein bisschen abgefälscht und ja, unterm Strich 0-1 verloren, verdient. Ganz ehrlich, das wäre, irgendwie hätten wir uns mit Glück vielleicht in den letzten 10 Minuten noch ein Unentschieden ernudelt. Da hat Foda ja im Interview so vor der letzten halben Stunde gesprochen, sehe ich nicht so, ganz ehrlich, für mich waren es gerade die letzten 10 Minuten plus ein paar zerquetschte in der Nachspielzeit, wo wirklich der Wille für mich da war, der Wille zu sehen war, dass man zumindest nicht als Verlierer vom Platz geht. Ja, am Schluss hat man verloren, hat man verdient verloren. Muss man ehrlich sagen. Also Baumgartner, der hat seine Mannschaft gut eingestellt auf uns. Wir waren kreativ gesehen eben bei Null. Keiner hat da wirklich was zustande gebracht. Man hat es versucht, aber mehr wie Ansätze waren dann wirklich nicht zu erkennen. Nicht mal richtige Ansätze. Also das war einfach nur enttäuschend, von Anfang bis Ende gegen die Tabellenletzten ziemlich chancenlos zu verlieren. Das finde ich sehr schwach. Und ärgert mich natürlich auch an der Stelle logischerweise, ja, jetzt hast du zu Hause die Austria, das Wiener Derby war auch kein Augenschmaus, das einzige Gute, dass beide nicht gewonnen haben, von dem her sind wir immer noch Dritter in der Tabelle, aber sonst, Salzburg hat ja vorgelegt gegen St. Pölten, ist 4 Punkte weg, Alltag hat ein X bei der Admira geholt, ist auch 4 Punkte weg, heißt noch gar nichts, tabellarisch ist also nicht wirklich was passiert, aber die Leistung war sehr, sehr schlecht und das ist schon enttäuschend und erschreckend und fuckt mich einfach richtig an, weil ganz ehrlich, auch Abgänge, wie gesagt, hin und her, Matic, Edomonci ist auch extrem abgegangen, muss man sagen, es gab keine Unruheherd da vorn, es ist ja dann auch noch Xavi ins Spiel gekommen, der hat in Ansätzen, hat gute Ansätze gezeigt, aber mehr, du hast da auch wirklich, der hat auch kaum einen Ball richtig gesehen, deswegen kannst du da, also kann ich mir da wirklich kein Urteil bilden und von dem, ja, das Beste am Spiel ist, dass es irgendwann vorbei war und einfach ganz schnell abhaken, aber bitte nicht zur Tagesordnung übergehen. Ich hoffe wirklich, dass die Mannschaft intern einen richtig guten Anschluss bekommen hat. Auch Foda muss ich da einfach hinterfragen, das war taktisch einfach unter aller Sau. Ja, vor allem, ich meine, das Interview, okay, das ist wahrscheinlich ein bisschen falsch rübergekommen. Da hieß es ja auch von seiner Seite, dass man sich auf das 0-1 irgendwie vorbereitet hätte. Also ich nehme mal an, man hat sich darauf eingestellt, falls man in Rückstand gerät, wie man reagieren will. Also so war es sicherlich gemeint. Alles andere wäre ja irgendwie ein bisschen lächerlich. Aber ja, also gegen Mattersburg im Endeffekt da mit zwei Sechsern, also zwei defensiv ausgerichteten Sechsern zu agieren. Keine Ahnung, was da jetzt die Idee dahinter war. Man hat auf jeden Fall kämpferisch, hat man teilweise dagegen gehalten. Spielerisch war das wirklich sehr, sehr schwach. Und für eine Mannschaft wie den SK Sturm, der definitiv andere Ansprüche hat, als Holzhacker-Fußball zu präsentieren, sicher zu wenig. Und ja, ich hoffe, dass das wirklich, dass das letzte Spiel in dieser Art, in dieser Saison war. Keine Ahnung was, ich biete jetzt auch ehrlich keine Lösungsvorschläge, vielleicht Husbeck Dobas beim nächsten Mal wieder in die Startelf, aber ansonsten einfach rotieren, keine Ahnung, vielleicht System mal umstellen, was weiß ich, keine Ahnung, kenne mich ja auch nicht aus. Auf jeden Fall, scheiß Partie, abhaken, ich hoffe, ich sehe so eine Leistung wirklich nie mehr in der Saison, ist halt ja
meine Hoffnung, ich glaube es nicht, aber ja, wie gesagt, nicht so viel verteufeln. Nächster Gegner ist die Austria, dann könnte es natürlich wieder besser laufen, du hast gegen die Austria auch viel mehr Räume, das ist auch logisch, aber mit der Leistung werden wir gegen die Austria auch gar nichts holen, also von dem her wirklich zusammenreißen und ja, die Kampfsau wieder rausholen, auf alle Fälle. Also wirklich an Maihofer muss man sagen, an dem muss man sich ein Beispiel nehmen, da wäre natürlich die Kretzen, so wie ich ihn erwartet habe, der ja viele Nicklichkeiten, versteckte Faust und so weiter, aber wie gesagt, ist kein Vorwurf, die kämpfen halt, das hat bei uns gefehlt, vielleicht sollten wir da auch ein bisschen ja, die Ellbogen ausfahren, metaphorisch gesehen, ja, egal, ich will auf jeden Fall über das Spiel jetzt gar nicht mehr reden, am liebsten hätte ich wirklich das Video heute gar nicht gemacht, was mich einfach wirklich geärgert hat, das war einfach so abzusehen und sowas habe ich wirklich gehofft, dass das der Vergangenheit angehört, war einfach ein enttäuschendes Spiel. Ich wünsche euch trotzdem noch auf jeden Fall einen schönen Tag. Ja, Austria kann nur besser werden. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Elias und bis dann.